Hilft Biolandmilch der Umwelt? Biolandmilch, natürlich hilft dir der Umwelt. Vor allem die Kühe. Die Kühe brauchen ganz viel Gras, um satt zu werden. Sie wandeln ja das Gras später zu Milch um. Und Gras wächst auf Grünland und das ist ganz, ganz wichtig für den Umweltschutz, vor allem für den Klimaschutz. Durch das aktive Bodenleben, was durch die starke Durchwurzelung zustande kommt, ist der Boden fähig, CO2 zu binden. Das ist wirklich aktiver Klimaschutz, der von Wiederkäuern ausgeht. Wie viel Auslauf haben Biolandkühe? Wie man sieht, jetzt gerade sehr viel. Unsere Kühe sind jetzt gerade auf einer Fläche von 1,5 Hektar, das sind 15.000 Quadratmeter. Nicht jeder Betrieb hat die Möglichkeit, eine Weide vorzuhalten. Die haben dann einen befestigten Auslauf, aber das ist bindend, dass überall Biolandkühe dann nach draußen kommen. Für uns spielt die Weide natürlich eine große Rolle. Einmal werden sie davon satt, die holen sich ihr Futter. Und zum anderen haben sie einen weichen Untergrund, der ist sehr förderlich für die Gelenke. Wenn sie doch die ganze Zeit sonst auf einem festen Boden sind, dann strapaziert das doch mehr die Gesundheit und auch die Gelenke der Tiere. Was frisst die Kuh bei Bioland? Die Kuh bei Bioland frisst Gras natürlich, ne? Wie man sie jetzt auf der Weide sieht. Wir sind froh, dass wir für alle Rinder hier auf dem Hof genug Gras rund um unseren Betrieb haben. Das ist die wichtigste Futtergrundlage. Die Kuh hat einfach den beneidenswerten Vorteil, dass sie das Gras, was wir Menschen nicht verwerten können, wunderbar in leckere Milch umwandeln kann. Ein bisschen Kraftfutter bekommen sie auch. Das ist dann eigenes Getreide, Erbsen, Lupinen, alles, was bei uns auf dem Betrieb wächst. Das ist im Sommer. Im Winter ist es so, dass wir das Gras natürlich konservieren. Das heißt, wir machen daraus entweder eine Grassilage oder wir machen Heu daraus und füttern das dann im Winter an die Tiere. Heißt Bioland eigentlich ohne Gentechnik? Selbstverständlich. Kein Futtermittel bei uns ist mit Gentechnik vermengt oder manipuliert. Unsere Tiere kriegen nur gentechnikfreies Futter und deshalb sind wir auch sicher, dass die Milch gentechnikfrei ist. Das ist ganz wichtig. Bioland steht für Gentechnikfreiheit. Kommt Biolandmilch eigentlich nur aus Deutschland? Ja, Bioland ist ein Verband, der in Deutschland aktiv ist und in Südtirol. Wir beraten uns gegenseitig, wir arbeiten zusammen. Das macht richtig viel Spaß. Und hier in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen sind wir froh, dass es die Molkerei Sebbeke gibt, wo wir mit 160 Kollegen gemeinsam Milch hinliefern. Und für uns ist es ein schönes Gefühl, dass wir unsere Molkerei kennen und wissen, wo unsere Milch hinfließt.